Hallo, hier ist Jan von Curved. Ich bin heute nicht alleine. Andreas von iCradle ist bei mir und er hat was Schönes mitgebracht. Kobi heißt das Ganze. Was ist das, Andreas? Was haben wir uns darunter vorzustellen, hinter dieser Abkürzung? Kobi ist ein System, mit dem man jedes Fahrrad zum Smartbike umbauen kann oder nachrüsten kann. Cool, also quasi ein Adapter, wo man dann das Smartphone festmacht. Oder? Ja, es ist viel mehr. Es ist Licht, es ist Navigation, es ist Fernsteuerung. Im Prinzip haben wir uns inspiriert an der Automobilwelt und haben diesen Connected Drive Trend ins Fahrrad geholt. Um mal die Bauteile zu zeigen, im Prinzip hat man ein ganz normales Case, das ist weicher Gummi, in dem ich das klassische Smartphone rein. Was für Geräte passen da rein? Ist es auf bestimmte festgeschnitten? Im Prinzip starten wir mit den 7 gängigsten Hardware-Modellen. Das sind alle iPhone-Modelle über 5, dann die Samsung ab S4. Wir nehmen noch das HTC Bonn mit rein und so starten wir jetzt erstmal und werden dann irgendwie auch nach Consumer-Feedback dann die nächsten entwickeln. Du hast mich nachgefragt, was für Teile. Also es gibt einmal diesen Case und das Ding hier nennen wir Mainframe oder Hub. Das ist jetzt so der dritte Prototyp. Und hier steckt Elektronik in diesem Mainframe oder Hub drin. Alles das, was das Smartphone nicht kann, aber das Fahrrad braucht. Okay, das wäre... Und die Verbindung von hier nach da ist per Bluetooth, sodass ich eigentlich auch fernsteuern könnte. Aber das ist ganz praktisch, vor allen Dingen, wenn man zum Beispiel eine Pause macht oder ein Downhill-Stück vor sich hat und dachte, oh, mein Smartphone... Oder es kommt ein Schauer oder so, dann kann ich das in den Rucksack stecken. Es ist aber trotzdem das ganze Gerät noch, das System noch trotzdem bedienbar, weil das alles mit Bluetooth funktioniert. In dem Mainframe ist einmal ein Canbus-Controller. Das ist, ich sag mal, fast alle E-Bikes funktionieren mit einem Canbus-Controller. Okay. Oder mit Canbus, das Kommunikationsprotokoll. Dann haben wir eingebaut ARNT Plus, das ist so ähnlich wie Bluetooth, nur dass es im Sportbereich ziemlich verbreitet ist. Dann verschiedene Sensoren, Helligkeit, Barometer, Accelerometer und ein Lautsprecher. Ich kann, und das ist wirklich eins der Besonderheiten, meine ganze Software, auch selbst wenn es nicht eingedockt ist, über den Daumenschalter bedienen, also so wie man es aus dem Auto eigentlich kennt, okay, also Multifunktionslenker. Während der Fahrt bleiben die Hände fest am Lenker, man muss nicht auf das Smartphone irgendwie rumwischen. Die Verbindung von hier nach da, das Einzige, was übertragen wird, wir haben hier 2 Pins und sobald ich es einraste, wird Strom übertragen und mein Smartphone wird geladen. Damit, das war so ein Ziel auch aus dem Design heraus, nicht nur, dass das Licht richtig gut aussieht, sondern dass es zu so viel wie möglich Fahrradtypen passt. Dafür haben wir so Style Kits gebaut. Das sind im Prinzip im Moment haben wir 4x4 Farben, also 16 verschiedene Möglichkeiten. Vorne- und Rücklicht ist optional, aber so in der Version, so wie wir es uns bestmöglich vorstellen, ist es mit Licht. Es ist wirklich toll. Es ist ein vollautomatisches Licht, das heißt, es geht automatisch an, wie man es auch aus dem Auto kennt. Wenn es dämmert, geht es von alleine an. Dann gibt es Abblendlicht, Tagfahrlicht und auch Fernlicht. Ist hier einstellbar vom Winkel, ist auch, wir haben extra dort aus der Automobilbranche auch einen Lichtentwickler als Partner mit dazu genommen, so wie viele Partner mit uns da helfen, auch wirklich mit höchster Qualität das irgendwie umzusetzen. Und wir kriegen auch hin, dort irgendwie 20 Lux auf den Boden zu bekommen, obwohl das hier so kleine LEDs sind, also haben das wirklich sehr, sehr advanced mit deutscher Ingenieurskunst entwickelt. Aber das richtig Coole ist eigentlich das Rücklicht, weil das Rücklicht ist wirklich ein absolut smartes Rücklicht. Und zwar hat es 3 Funktionen. Einmal ein Bremslicht, ein Blinker und wahrscheinlich, wenn wir auch eine Rückfahrkamera einbauen, im ersten Schritt aber noch nicht. Und zwar, das Bremslicht funktioniert so, es werden keine Kabel verlegt, das ist nur per Bluetooth. Und da wir hier vorne einen Bewegungsmelder eingebaut haben, messen wir die Verzögerung und können hinten das Rücklicht anschalten, das Bremslicht anschalten. Das leuchtet einfach stärker. Leuchtet beim Verzögern. Also ich muss nicht an die Bremse ran oder hier irgendwas verlegen, installieren, sondern einfach Plug and Play. Und der Blinker, der hilft mir natürlich im City-Verkehr dort auch ein bisschen sicherer von A nach B und vor allen Dingen abzubiegen. Wir haben uns eine ganze Menge hier patentieren lassen, insgesamt 12 Patente irgendwie auf das ganze System. Und das Licht gehört dazu. Mit dem Blinklicht und dem Rücklicht müssen wir sicherlich mit dem deutschen Straßenverkehrsamt irgendwie nochmal sprechen. In vielen Ländern ist das kein Problem. Also es kann sein, dass wir in manchen Ländern Funktionen abschalten müssen und manchen wiederum nicht. Aber erstmal bringen wir das irgendwie voll funktionsfähig raus und die Gespräche mit dem Straßenverkehrsamt stehen an. Aber irgendwie wir
wollen natürlich ein straßenverkehrstaugliches System haben. Wie ist das befestigt? Also ist das nachher, kann das jeder einfach selber anbauen? Muss man dafür in die Werkstatt? Oder? Also das ganze System funktioniert grundsätzlich wireless. Das heißt, man braucht fast kein Werkzeug. Du brauchst allerdings jetzt hier in dem E-Bike-Fall, das ist ja jetzt, das System ist ja für alle Fahrräder, auch für normale Fahrräder. In dem Fall muss ich es nur draufstecken. Ich kann es so orientieren mit so einer Madenschraube, damit man es sich klauen kann. Bei einem normalen Fahrrad haben wir so einen Flansch und damit kann ich das auch fest verschrauben. Die Batterie, die wir verbaut haben, hat fünffache Kapazität vom Smartphone. 6000 also sozusagen in der Halterung für ein normales Fahrrad ist noch eine eigene Batterie mit dabei. Genau, das ist so ein eigener Batteriecase. Wenn du einen Nabendynamo hast, dann können wir den Nabendynamo an unseren Mainframe anschließen, dann ist es regenerative Energie. Wenn du ein E-Bike hast, wie in dem Fall, können wir den Strom durchschleusen, sodass das komplett mit der Hauptbatterie versorgt wird. Ist im Vergleich zum Motor auch relativ geringer Stromverbrauch und ja, also so bist du eigentlich, also original abnehmen, Kobi dran stecken, fertig. Wie ist es mit anderen Apps? Kann man die auch noch auf den Bildschirm rufen, wenn man es angeschlossen hat? Funktionieren die? Sind die integriert? Oder wer kriegt die Daten? Also reicht das, denke ich mal, Fitness-Apps oder diese Lauf-Fahrrad-Tracking-Apps? Ja, die kriegen ja die Daten vom Smartphone. Kriegen die auch noch welche vom Fahrrad? Oder? Also erstmal haben wir die App so aufgebaut, dass du nur noch eine beim Fahren brauchst. Also fangen wir mal erst an, das Cockpit. Ja? Also dass du alle Geschwindigkeits-Bordcomputer-Funktionalitäten auf einen Blick hast. Aber dann hast du hier irgendwie so ein Kontextmenü. Wenn man das hier, das kann man jetzt mit dem Finger durchswipen oder auch hier mit dem Daumenschalter. In dem Kontextmenü habe ich alles, was man beim Fahren oder auch aus dem Auto kennt. Meine Spotify-Integration, ich habe die Höhendaten drin. Ich kann eine Kurzwahl machen für meine letzten Freunde, die ich geholt habe. Also das könnte ich hier alles mit dem Daumenschalter dann auslösen. Die Navigation voll integriert. OpenStreetMap liegt dahinter. Das heißt, ich habe eine vollwertige Navigation, die ich auch wieder von hier aus bedienen kann. Ja, das klingt alles ganz schön. Spannende Frage noch. Wann kommt das Ganze? Wann können wir es auf unsere Räder machen und was kostet der Spaß? Ja, wir werden jetzt erstmal im Dezember auf Kickstarter sein, US, und dann planen wir im Quartal 2 nächsten Jahres auf den Markt zu kommen. Dann auch gleich in 12 Ländern, also es ist gleich groß angelegt. Vom Preis her, ich habe ja vorhin gesagt, Smart Biking für jedermann. Im Prinzip ist es auch deswegen für jedermann, weil es so relativ bezahlbar ist. Es startet bei 159 in so einer Basisausstattung, Mainframes, Smartphone Case. Und dann so in der Vollausstattung geht es so bis 259 ist der aktuelle Preisplan. Okay, also Vollausstattung wäre dann mit Halterung, Smartphone Case, Licht, Rücklicht und Fingerbedienung? Ja, diese Fingerbedienung, die ist in dem Fall beim E-Bike-Fall, können wir die original ansteuern, da braucht man die gar nicht kaufen. Also im Normalbike-Fall haben wir unsere eigene, die hat auch noch zwei Funktionen, eigentlich vier Funktionen mehr und kaufen die mit, genau. Klingt spannend, ich freue mich drauf. Ich drehe jetzt einfach mal eine kleine Runde damit, probiere es mal ein bisschen aus und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, mach das. Alles klar, viel Spaß. Ja, ich muss sagen, ich bin jetzt eine Runde gefahren. Das hat wirklich Spaß gemacht. Da ist Potenzial drin. Es ist für einen Prototypen, finde ich, sehr weit. Ich finde es auch sehr schön, mal ein Hardware-Startup aus Deutschland zu haben. Also ich wünsche euch alles Gute. Ich bin gespannt, wie es fertig wird, wie es auf Kickstarter klappt. Wenn ihr den Link haben wollt zur Kickstarter-Kampagne, findet ihr im Artikel bzw. hier direkt unter dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, liked es, abonniert unseren YouTube-Channel und tschüss.